Leute, willkommen zu einem neuen Vlog von mir und Molly und Felix und Bobby. Bobby. Ja, wir haben es schon 10:45 am Sonntag. Also ich habe heute 3 Tage durchgevloggt. Richtig cool und richtig fresh. Fresh wie eine Cola. So, und jetzt wollen wir uns losbewegen. Wir haben gerade gefrühstückt und wollen jetzt losbewegen zum Flohmarkt. Genau, ihr kennt das ja schon bei uns. Und da wollten wir jetzt hindüsen. Mal einfach mal Puppi jetzt mitnehmen. Mega. Puppi, willst du mitkommen? Willst du mitkommen auf dem Flohmarkt? Willst du mitkommen? Ich habe heute eine Latzhose an. Die habe ich euch ja im letzten Vlog gezeigt. Da haben wir die ja gekauft. Die habe ich heute an. Einfach so ein Shirt unter und ja, das ist mein Outfit. Hätte ich doch nackt da untergehen können. Hätte man alles gesehen, aber. Ja, ist egal, sie können hier einfach nur mal BH, aber egal. Meinst du da auch ihre neuen Sachen an? Fresh. So, Schatz, du hast gerade gedrängt. Wollen wir jetzt los, oder? Ja. So, Kobi, denk ab. Ha, Kobi. Zum Mitkommen. So. Ich nehme meinen Pullover noch mit, falls es zu kalt wird. Ich schätze aber nicht. Pullover mitnehmen und dann muss ich meine Handtasche noch mitnehmen. Läuft. Dann haben wir alles. Genau, und dann, ja, wir müssen erstmal zum Flohmarkt fahren, gucken. Und dann mal schauen, was wir machen noch danach. Nach dem Flohmarkt. Es ist einfach ein Sonntag, also ein Chill-Sonntag eigentlich. Mal gucken. Ja, guck, chill heißt auf dem Sofa. So, Pullover, Handtasche. Handtasche, Pullover, Bubi-Leine, Bubi, komm her, Bubi, hier, guck mal, Mama sitz, super, warte, make Matti run, so, fein, Bubi, so, Schatz, nimmst du sie mal, dann kann ich meine Handtasche nehmen und meistens dort in den Müllsack bestimmt, oder? Warte, ich muss kurz meinen Schuh anziehen. Dann nimm du den Müllsack. Mein Schuh, also. Ja. Biomüll bringen wir. Oh, nein, das hält nicht. Oh, Puppi, was ist denn los? Warum guckst du da traurig? Gut, meistens Puppi. Ich nehme meine Tasche. Immer noch? Ja. So. Mach ich den Schlüssel? So. Schlüssel nicht vergessen. Puppi, komm! Warte mal, Puppi. Puppi, warte! Hallo, der Mann mit dem Müll. Bist du der Müllmann? Ja? Nee? Hm, schade. Der Müllmann. Der Müllmann. Puppi! Ich glaube, sie hat einfach nur Angst vor der Kamera. Was machst du da? Ah, was zu trinken für die Puppi-Mädchen, das ist gut. Schön, was zu trinken für die Puppi. Komm, also, wir können schon mal runtergehen. Ich bin schon. Oh, das ist gut. So, So, wir sind gerade auf dem Flohmarkt. Haben jetzt schon das hier alles abgewickelt. Und jetzt wird erstmal hier getrunken. Trinken, Billa! Hör mal auf, ganz kurz, und lass jemand da was trinken. So, Puppi weiter. Hat der da. Knickohr. Weiter. Was? Geht das überall nach Essen? Guck mal, da sind auch Körbe. Das ist auch nicht so schön. So, meine Lieben, wir sind fertig und wir sind im Auto und sind dankbar für diese Klimaanlage hier. Gekauft haben wir eine kleine Aventflasche. So. Eine Nuckflasche aus Glas, ist mir persönlich sehr wichtig.
aus Glas mit so Maritimen und so. Und dann stelle ich euch mal hier hin. Dann haben wir gekauft ein Set, selbst genäht, aus einem Dreieckstuch mit so Sternchen und hier hinten so ganz weiches Vlies. Und dann eine Mütze, ganz, ganz klein, mit so rosa und dann hier auch so Vlies drinne. Richtig schön für den Winter. Und dann dazu noch so kleine Schürchen. Die haben auch dieses Fell drinne und sind einfach Tiere, die süß. Und dann haben wir noch gekauft ein Overall. Ein Overall für den Winter auch, beziehungsweise den Frühling. So einen richtig schönen dicken Overall mit so richtig dickem Kuschelfell drin. Richtig schön und eine Zipfelmütze natürlich. Alles selber genäht. Und richtig, richtig schön dick und weich. Also, wir wissen zwar noch nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, aber ich konnte damit nicht dran vorbeigehen. Und wenn Mel das eben anzieht, ist es mir auch egal. Aber das war so unglaublich süß, das musste ich einfach mitnehmen. Und jetzt geht es weiter. Rein, also du musst jetzt nochmal anschauen. Ja, wir fahren weiter jetzt. Wieder zurückklappen, dann ist alles super. Danke. Ja, alles gut. Warum bedankst du mir denn auch fast kaputt? Ja, ist jetzt passiert.